Ja, moin und herzlich willkommen bei Gante, Jochen und Gran Turismo 7. Ungewöhnlicherweise heute mal auf einem Mittwochabend, denn uns erwartet der Manufacturers Cup hier direkt im Sportmodus. Die Exhibition Season 2023-24 ist in die zweite Saison gestartet am vergangenen Samstag und zwar in der Gruppe 3. Hier geht die 1-Klasse auf Nürburgring. Heute, die Saison wird sowas von stramm hier durchgezogen innerhalb von irgendwie 10, 12 Tagen. 4 Rennen und heute eben Mittwoch, 3.1. Watkins Glen. Ich hatte fast befürchtet, heute gar nicht fahren zu müssen, denn Samstag hatten wir noch irgendwie die Slots um 15, 17 und 19 Uhr. Und weil ich heute theoretisch bis 20 Uhr gearbeitet habe, ja, so weit ist es noch nicht, dachte ich, ich kann hier gar nicht fahren. Aber überraschenderweise unter der Woche am Mittwoch die Slots 18, 20 und 22 Uhr. Deswegen habe ich mich bei der Arbeit mal ordentlich ins Zeug gelegt, bin ein bisschen früher nach Hause gegangen und kann mich jetzt hier für das 20 Uhr Rennen tatsächlich noch anmelden. Das ist relativ wichtig. Ja, moin Xana und ey, Alter, ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gekommen. Oh, sogar noch hier 4,5 Minuten Zeit zum Warm-up. Ja, ich bin gespannt, wie das heute Abend läuft. Normalerweise trainiere ich für sowas hier ja ehrlich gesagt gar nicht so viel, sondern bin eher daran interessiert, am Ende der Saison hier ein bisschen Preisgeld abzusahnen. Aber wie man an der Quali-Zeit da oben sieht, 1:43,6, das ist gar nicht mal so schlecht. Und das liegt mit oder unter anderem daran, dass der gute TheKey25 hier auf YouTube ebenfalls für Nissan unterwegs ist und der hat in seinem Trainingsstream gestern ein Setup gezeigt. Das habe ich mir natürlich frecherweise hier mal einverleibt und knall das auch gleich mal drauf. Stabilisatoren auf 7 vorne, 10 hinten. Dämpfungsgrad, Kompression lässt man so wie er ist. Die anderen Werte hier auf 50 und die Eigenfrequenz auf den Minimumwert auf 2,5. Also solche Setups hinterlassen bei mir immer so einen leicht faden Beigeschmack, wenn man irgendwelche Werte auf Maximum oder Minimum stellt. Man kennt es noch so aus Gran Turismo 5 oder 6, irgendwie Spur vorne, ach, keine Ahnung. Also da hat man auch immer ganz komische Sachen eingestellt, die dann irgendwie zauberhafterweise funktioniert haben. Im Nissan Bremsbalance 4 Klicks nach hinten und ich würde sagen, wir können es hier nochmal ein paar Runden einrollen. Oh, geht schon los. Einen Moment. Hallo. Also direkt von der Arbeit hier jetzt mal wieder ins Rig gesprungen. Aber gestern bin ich tatsächlich 2 Trainingsrennen gefahren und heute Vormittag nochmal einen kurzen freien Lauf mit der Quali-Session mit eben diesem Setup hier. Habe mich mit dem Setup irgendwie um 6 Zehntel verbessert von 44,2 auf 43,6. Keine Ahnung, ob es jetzt rein am Setup liegt oder einfach daran, dass ich mich auf die Combo hier so mehr oder weniger eingerollt habe. Da gehört ebenfalls herzlich willkommen und dir auch ein frohes neues Jahr. Ja, lassen wir das Ganze hier mal mit einem, na was heißt, lassen wir das Ganze hier mal mit einem Kracher starten. Also das Rennen wird nur 15 Runden dauern und man muss ein bisschen auf die Reifen gucken, auf den Sprit überhaupt nicht. Ich glaube Reifenverschleiß ist auf 4-fach, Sprit sogar nur auf 1-fach oder so, also eigentlich easy, easy Rennen, auch wenn Watkins Glen sehr, sehr hart zu den Reifen ist. In der langen Rechtskurve, die ich gerade durchfahren habe, muss man ein bisschen Pace rausnehmen. Aber eigentlich halten die Reifen die 15 Runden auch durch. Also easy No-Stopper, führt keinen Weg dran rum, dran vorbei. Man hat nur die mittleren Rennreifen zur Verfügung. Keine Pflichtboxenstopps. Und das Rennen ist dann nach 15 Runden eben auch relativ schnell vorbei. Wäre eigentlich cool, wenn das Rennen die doppelte Distanz laufen würde von 30 Runden und man dann entscheiden müsste, ob man irgendwie ein oder zwei Stopp fährt, das würde dem Ganzen noch etwas mehr Würze verleihen. In der ersten Exhibition Series Ende letzten Jahres hatten wir ja rund einstündige Rennen. Das hier wird jetzt gerade mal so irgendwie eine knappe halbe Stunde dauern. Ist aber auch nicht schlecht, weil dann wäre man ja hier theoretisch, wenn es gut läuft, spätestens um 21 Uhr fertig und könnte sich dann schön gemütlich aufs Sofa setzen und die Darts-WM gucken. Auch da zeichnet sich ja, also auch wer mit Darts nichts am Hut hat, heute Abend mal irgendwie Sport 1 einschalten ab 21 Uhr. Richtig krass, ein 16-Jähriger rockt einfach den kompletten Ali Pally und könnte, wenn es heute Abend ganz gut läuft, sogar Weltmeister werden. Allerdings hat er heute Abend echt einen richtig starken Gegner. Aber es könnte Sportgeschichte geschrieben werden. Und ich hoffe, dass das Rennen hier gut genug läuft, dass man dann nicht irgendwie hier im Stream noch eine Stunde überbrücken muss, um irgendwie einen zweiten Anlauf zu nehmen.
44-9 in der ersten Runde ist natürlich reichlich schlecht. Also es wäre schon einigermaßen fantastisch, aber da fehlt mir jetzt echt die Gelegenheit, mich heute Abend eingefahren zu haben. Wäre schon relativ fantastisch, wenn man hier in der Qualifikation gleich irgendwie eine 43er Zeit schafft. Aber mal gucken, wie sehr ich mich zusammenreißen kann und dann wirklich auch mal ohne labern. Es geht schon los, ey. Oh Gott, na gut. Schmetterlingseffekt, Jörg, frohes Neues, jetzt endlich mal richtig. Wir fahren hier um sage und schreibe 254 Punkte. Ich habe nämlich das letzte Rennen, erstmal Setup überprüfen. Ich habe das letzte Rennen, also das erste, hier, Setup ist noch drauf. Das erste Rennen dieser Saison am Nürburgring konnte ich hier im Nissan gewinnen, habe das aber nicht gestreamt, weil ich da auch wieder so super knapp von der Arbeit erst zu Hause war. Bin dann hier sogar in den A-Plus-Rang aufgestiegen, kämpfe jetzt hier um 254 Punkte. Das sind sogar 15 Punkte mehr, als ich für den Sieg im letzten Rennen, letzten Samstag, abgesahnt habe. Ich habe ja zwei Accounts hier, fahre auch noch einen auf Mercedes. Da hat es dann leider nur im Stream live zu Platz 6 gereicht. Aber hier will ich mal gucken, was so geht. Natürlich, oh, Magic DRV ist in der Lobby. Magic ist ja auch hier montags immer mit dabei in unserer privat organisierten Manufaktur-Series über Discord. Auch da bin ich ja regelmäßig montags online, aber die Serie macht jetzt erstmal Pause. Das ist natürlich cool. Magic, wo ist er? Magic, wo ist er? Wer hier? Viel Glück. Moment, auf ein gutes Rennen. Viel Glück. Schauen wir mal, was hier so geht. Ein bisschen mehr Warm-up wäre schon echt gut. Ist der Nissan zu laut? Stimmt, mit dem Nissan habe ich noch gar nicht gestreamt, glaube ich. aber der klingt schon gut. Ich wundere mich auch, warum ich den irgendwie so noch nie so wirklich gefahren bin hier. Als alter JDM-Fanboy. 5 Minuten Quali. Uns erwarten 2 fliegende Runden. 4-facher Reifenverschleiß, hatte ich gesagt. Der Spritverbrauch ist in der Quali aus, im Rennen auf 1. Also alles easy. Um Sprit muss man sich keinen Kopf machen. Oh, ich hab Pole. Oh, raus. Easy. Cool. Freie Fahrt. Was sagt die Bremsbalance? Die war sogar noch richtig. Also das Setup, was ich hier von The Key geklaut habe, habe ich angesprochen. Der fährt ja auch für Nissan. Echt, das ist echt schon sehr, sehr gut. Vor allem die Traktion des Autos. Richtig, richtig fantastisch damit. Ist nur die Frage, wie gut ich das jetzt hier umsetzen kann. Auf Watkins Glen hier in der Schikane natürlich unter anderem und eigentlich auch an einigen anderen Ecken muss man sehr, sehr aufpassen wegen den Track Limits. Man handelt sich hier ganz, ganz schnell eine Strafe ein. Aber man kann mit dem Auto hier wirklich so aggressiv aufs Gas treten, ist abartig. Schon vor dem Scheitelpunkt voll drauf, obwohl ich noch relativ viel Lenkeinschlag habe. Der Nissan verzeiht das, das macht echt Bock. Aber jetzt mal Konzentration auf die Qualifying-Runde. Aber Soundcloud-Stärke vom Motor sollte okay sein, oder? Zumindest meine Outputs hier sagen das. Auch hier Ausgangskurve 1, sehr gefährlich mit den Track Limits. Also eine 1,43 wäre ein absoluter Traum, aber so viel bin ich mit dem Setup jetzt ja auch noch nicht gefahren. Ach,
keine perfekte Linie, ein bisschen zu früh eingelenkt. Oh, da wollte er dann doch mal das Heck kommen, aber man hat zwei fliegende Runden zum Glück. Erstmal irgendwie hier eine Benchmark setzen. Lenkung zu früh aufgemacht. Ja, also da geht auf jeden Fall noch mehr. Ja, 43,9, schon mal ganz gut. Ah, shit, zu früh auf dem Gas. Der zweite Gang lohnt sich nicht bei den langsamen Ecken hier zum Ausbeschleunigen. Der Nissan hat genug Punch für Gang 3. Hier habe ich ein bisschen was liegen lassen in der letzten Runde, war trotzdem verloren auf die Zwischenzeit. Ah, versucht nochmal volles Risiko zu nehmen in der letzten Kurve, war 2-3 km zu schnell am Scheitelpunkt. Das wird keine Verbesserung. Ah, boah, ist Platz 1, aber alle anderen kommen noch hinter mir. Der Nissan scheint auch gar keine schlechte Wahl zu sein. Da war hier, glaube ich, auch in den Top 10, Top 20 Ranglisten auf jeden Fall hier im freien Fahren vertreten. Sieht im Moment ganz gut aus. 4-10 den Vorsprung auf den zweiten Platz. Mal gucken, wer noch so kommt. Ach, Xala ist 18 Uhr schon gefahren, komplett unvorbereitet. Ey, ich habe doch Setups gepostet. Was ist da los? Von 15 auf 6, na immerhin. Also der Schlüssel ist natürlich hier ein fehlerfreies Rennen zu fahren und das Ganze natürlich auch ohne Boxenstopp, denn die Zeit, die man da verliert, die holt man nie wieder raus. Auch wenn die Reifen am Ende hier echt abkrachen, also Watkins Glen, ja eine der schlimmsten Strecken hier im Spiel neben Kyoto, was den Reifenverschleiß angeht. Und die 15 Runden hier ist dann auch echt das Limit für die Mediums. Oh, wird das meine erste Pole hier im Sportmodus, wäre ja unglaublich. Wer soll da noch kommen? Magic mit dem Porsche auf Platz 11. Ja, dann auch nochmal herzlich willkommen hier natürlich an den Wolf-Kanal und Rerose und Marius Regensburger, Tom V. Ja, vielen, vielen Dank. Ich gebe mein Bestes. Es sieht ganz gut aus mit der Pole Position tatsächlich. Denn was man auch in dem Rennen eigentlich nicht haben will, ist Windschatten. Denn der zerstört die Reifen dann noch mehr, wenn man hinter einem herfährt in Dirty Air und da schön ins Rutschen kommt. Ziemlich, ziemlich cool. Ich glaube, das war die Pole. Also, nochmal ein Blick auf das Setup, auf das angesprochene von Key25. Stabis vorne 7, hinten 10. Die Kompression auf Standard, Ausdehnung auf Maximum 50. Eigenfrequenz ist auf Minimum 2,5. Komischer Beigeschmack, wenn man immer so ins Extreme geht, aber ja, man nimmt, was man kriegen kann und vor allem man nimmt, was sich gut fahren lässt. Also mit dem Setup, ich habe vorher auch schon mal, ich dachte ja, ich habe ein bisschen Erfahrung jetzt mittlerweile durch meine
Nordschleifenrennen, was den Setup-Bau angeht, habe ein bisschen vor mich hingebastelt, war damit schon mal irgendwie 1/13 schneller als mit dem Standard-Setup und dann jetzt das von The Key gefunden, beziehungsweise darauf hingewiesen worden, dass er eins veröffentlicht hat in seinem Trainingstream und damit jetzt nochmal 1/16 nachgelegt. Also mit dem Setup fast 1 Sekunde schneller als mit den Standardwerten, aber natürlich bin natürlich auch in der Zeit Kilometer gefahren, also verbessert sich die Zeit natürlich auch. So, Stille. Hand an die Brust. La, 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 la. Aufstehen ist schwierig. Also, liebe Leute, World Series Manufacturers Cup Exhibition Series 2023-2024, das zweite Rennen der zweiten Saison. 15 Runden in Watkins Glen in Gruppe 3 in der GT1-Klasse. Wir fahren für 254 Punkte, wenn ich mir das jetzt richtig gemerkt habe, im Nissan GT-R, Baujahr 2018. Die mittleren Rennreifen sind vorgeschrieben. Es kann nicht regnen. Wir haben hier ein Setup-Stibitz. Die Bremsbalance steht auf 4 nach hinten. Ich starte von Pole. Das ist sensationell. Das hatte ich ja noch nie. Halbe Sekunde Vorsprung. Die Hoffnung ist natürlich, die erste Kurve hier so gut zu treffen, dass der Hintermann am besten im Windschatten keinen Angriff auf die erste Schikane wagen kann. Das ist immer sehr verlockend, aber funktioniert selten, denn da warten viele Abkürzungsstrafen. Wir werden also schauen, was das Rennen hier so bringt. Es wird ungefähr 26 Minuten dauern. Ich habe noch keine eigene Nissan-Lackierung, leider, Xala. Ich finde aber die PlayStation-Lackierung hier gar nicht schlecht. Vielleicht versuche ich die nochmal irgendwie nachzubauen für den anstehenden Manufaktur-Cup hier auf dem Discord. Also, vierfacher Reifenverschleiß, einfacher Spritverbrauch und dann wollen wir doch mal sehen, was hier so geht. Magic DRV auf Platz 11 haben wir eben verpasst. Der startet nämlich auch in der selbstorganisierten Discord-Gruppe hier. Und dann wollen wir doch mal schauen. Bremsbalance auf 4 nach hinten, alles richtig. Es kann eigentlich nicht viel schief gehen. Ich kann es jetzt nur noch selber wegschmeißen. 3 Nissans sind vorne, gefolgt von einem Genesis und einem McLaren. Schauen wir mal. Leichtes Leck hier schon mal beim Einrollen. Das sind gute Voraussetzungen. So, 1/4 Vorsprung knapp auf den Hintermann. Ich hoffe mal, das wird so bleiben bis zur Schikane. Sieht ganz gut aus. Das Auto ist natürlich schwerer als eben in der Quali. Hier muss man ein bisschen Pace rausnehmen in der Kurve. Sanfte, sanfte, sanfte Eingaben am Lenkrad. Und ein Rennen bin ich mit dem Setup tatsächlich noch gar nicht gefahren, fällt mir gerade so auf. Das waren nur so ein paar fliegende Runden heute Vormittag und auch wirklich nur eine Handvoll. In der letzten Kurve muss man ein bisschen auf die Reifen aufpassen. Der Windschatten ist leider nicht ganz gebrochen, aber vielleicht doch jetzt die erste Kurve noch mal gut treffen.
Im Ingame-Chat fängt man schon fröhlich an, sich zu beschimpfen. Man kennt es wie im echten Straßenverkehr. Oh, ganz, 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 ganz schlecht. Wir halten rund eine Sekunde Vorsprung. Rund eine Sekunde langsamer als in der Quali, das ist okay. Durch die lange Rechtskurve versuche ich wirklich mit ganz, ganz wenig Lenkeinschlag durchzukommen. Lieber ein paar km/h rausnehmen, sonst überhitzt man die Reifen da einfach gnadenlos. Und je heißer die Reifen, desto schneller verschleißen sie. Magic schon mal vor auf Platz 8. Selbst hier am Ausgang der letzten Kurve lauert noch eine Abkürzungsstrafe. Kein Mensch weiß wieso. Das war ganz schlecht, fast eine Strafe kassiert. Das wäre jetzt nicht so gut zu dem Zeitpunkt. Also ein paar 44er Zeiten dürfte man durchaus mal fahren. Da ist auch eine 44,7 jetzt als schnellste Rennrunde. Also nicht von mir. So, mittlerweile darf man sich jetzt ja fast schon mal ein bisschen entspannen. 1,8 Sekunden Vorsprung. Die Reifen werden am Ende einbrechen, aber das werden sie bei allen tun. Schön langsam hier rum.
Ich sehe schon, die Unterhaltung läuft bei euch, das freut mich natürlich. Ich würde auch gerne mehr im Chat lesen, aber ey, unerwarteterweise ist das hier einfach so ein richtiges Schwitzerrennen. Ich versuche eigentlich echt immer hier entspannt und möglichst untrainiert in diese Rennen zu gehen. Aber hier könnte ja echt was laufen heute. Shit. Zu spät. Zu schwach gebremst. Scheitel vom Meilenweit verpasst. Aber ich glaube, wie satt und sauber dieser Nissan hier mit dem Setup liegt, das erkennt man, glaube ich, auch als Zuschauer. Also mit dem Auto jetzt hier brennt wirklich überhaupt nichts an, fährt viel, viel einfacher als mit den Standardwerten. Es sind einfach, es sind gar nicht mal so die Kurvengeschwindigkeiten, die man jetzt hier damit erreicht, aber der liegt einfach so ruhig, der schluckt die Curbs, der hat eine gute Traktion, also vermittelt richtig viel Selbstvertrauen. Das macht das Fahren dann einfach mit dem. Der Vorsprung wächst auf mittlerweile 3,5 Sekunden, ey, was für ein Luxus. Fahren wir hier A+ Lobby oder was? Also ich glaube echt, das Setup ist einfach irgendwie broken. Also mit meinem eigenen wäre ich hier eine halbe Sekunde langsamer pro Runde gewesen. Schon echt Schwein gehabt, dass The Key dasselbe Auto genommen hat hier wie ich, dass ich jetzt hier schön im Saisonverlauf die Setups klauen kann. Er zeigt die auch immer freundlicherweise. Hat ja auch nichts zu verstecken, also schneller als ich ist er sowieso noch. Ich glaube, der ist hier in seinem Trainingstream irgendwie tiefe 44er Zeiten gefahren. Schon in Runde 7, die Reifen sehen noch richtig gut aus. Da könnte man ja fast mal überlegen, ob man anfängt zu pushen hier. Vielleicht einmal versuchen, noch schnellste Rennrunde zu gehen. Die schnellste Rennrunde wird es nicht, persönliche Bestzeit vermute ich. Aber ja, es bringt dann auch nichts, die Reifen jetzt hier unnötig in Anspruch zu nehmen. Ein Versuch kann man ja mal machen, aber jetzt wird wieder ein bisschen sanfter hier mit dem Auto ins Gericht gegangen. Ja, da gehört, du sagst es, die berühmte Fanatec-Mail, ich habe die auch gekriegt, wo, also Ende Dezember kam ja einer von wegen, oder Mitte Dezember kam einer, ja, wir versuchen das dieses Jahr noch per Luftfracht und so weiter, dieses Jahr auszuliefern. Man schöpfte Hoffnung, jetzt kam eine neue Mail,
wo dann unter anderem drin steht, dass das Fanatec ja gar nichts dazu kann, dass das Lenkrad noch nicht verschickt wurde, sondern dass Sony das noch nicht genehmigt hat als PlayStation-Produkt, weil da irgendeine PlayStation-Software drauf ist, die erst durch Sonys Sicherheitszeug da durch muss. Ah, wie geil ist das denn, ey? Wenn man sich ein Produkt bestellt, Anfang Dezember, schön per Vorkasse, weil PayPal irgendwie nicht funktioniert, mal irgendwie 1000 Euro da reinbuttert, als Auslieferungstermin steht der 27.12. und dann erhält man irgendwie am 3. Januar die Meldung, ja Mensch, unser Produkt ist von Sony eigentlich noch gar nicht genehmigt. Wie kann das denn sein? Also ich bin guter Dinge, dass das alles klappen wird. Es wird auch irgendwann kommen, aber ich hätte natürlich echt die Hoffnung, dass ich euch hier zum neuen Jahr in dieser brandneuen World Series hier mit dem neuen DD Plus Clubsport Lenkrad beglücken kann und mich selbst natürlich auch, aber darauf werden wir wohl noch bis mindestens Mitte Januar warten müssen. Ja, man müsste einfach PC-Spieler sein. Xala, du sagst es. So, ich lasse hier mal wieder ein bisschen mehr rollen in der Kurve. Hab keine Lust, die letzte Runde hier auf komplett toten Reifen zu fahren. Leicht verschaltet am Kurveneingang. Na gut, also wenn man das Auto zu sehr quält, dann kommt das Heck doch mal. So, 6 Runden noch, Reifen bei 50%. Das Phänomen ist aber allerdings immer, dass die Reifen in der zweiten Hälfte ihrer Lebensdauer schneller verschleißen als in der ersten. Also wir liegen ganz gut mit dem Reifenverschleiß. Rundenzeiten echt immer noch stabil, auch echt viel schneller als ich gedacht hätte. Also die schnellste Runde hätte ich wohl auch noch gerne gehabt, wenn das jetzt hier wirklich ein Start-Ziel-Sieg werden sollte. Aber mit dem Reifenzustand jetzt keine Chance mehr, das noch zu verbessern.
Ich hatte es am Anfang vom Stream schon mal gesagt, es wäre eigentlich cool, wenn das Rennen hier 30 Runden dauern würde und man dann zwischen ein und zwei Stopp irgendwie hin und her schwanken könnte. Ziemlich kurze Renndistanz hier. Echter Sprint. Also schnellste Rennrunde wird jetzt definitiv nicht mehr. Und dafür, dass sich hier schon ja quasi seit Runden da vorne einer zum Überrunden angemeldet hat, komme ich da doch irgendwie nicht so richtig näher. Da muss aber am Anfang des Rennens ordentlich was schiefgelaufen sein. Oder er war in der Box oder beides. Gute Zeiten fährt er ja jetzt. Einfach mal völlig überperformt heute Abend, also keine Ahnung, dass ein gutes Setup hilft. Aber meine Reifen machen mir jetzt doch ein bisschen Sorge. Egal, ich pushe weiter, kann nicht mehr viel schief gehen. Ja, Fabian, genau. Das Gummiband nicht nur mit der KI, sondern auch gegen menschliche Gegner. Der hat jetzt kräftigen Boost. Okay, der linke Hinterreifen macht sich jetzt auch so langsam bemerkbar. Also ganz so aggressiv aufs Gas kann man aus den engen Ecken jetzt auch nicht mehr. Okay, die Rundenzeiten brechen jetzt natürlich ein, es sind aber nur noch zwei.
Achso, ja, diese drei Balken, genau, das ist irgendwie die Internetverbindung. Aber standardmäßig, also man kriegt hier so oft einfach diese drei Balken angezeigt, standardmäßig. Und ich habe so eine schnelle Glasfaser hier zu Hause liegen. Nicht umsonst hatte ich hier ja auch dann in der Box quasi die Pole Position, weil ich so vermutlich dann der Erste war, wo die Verbindung in die Lobby stand. Also zu Beginn der Quali meine ich. Ja, warum da nur drei Balken stehen, keine Ahnung. Wäre jetzt auch echt interessant zu wissen, was der Topsplit hier so für Zeiten fährt. Also ich gehe mal so von tiefen 44ern aus, also so ziemlich genau eine Sekunde schneller als das, was ich jetzt hier fahre. Aber 15 Sekunden Vorsprung nach 15 Runden ist jetzt auch nicht ganz so schlecht. Oh, der... Die Position 2 hat sogar gewechselt. Jetzt ein Spanier auf dem zweiten Platz. Letzte Runde übrigens. Oh nein, das wird eine 46er Zeit zum Abschluss. Was für eine Schwach. Keine 45er Zeiten durchgefahren. Oh ja, hinter mir. Stimmt. Letzter Blick nochmal auf die Streckenkarte. Da, die waren aber alle schön nicht zusammen. Ja, das einfachste Spiel aller Zeiten, Alter. Was los? Das war so nicht geplant. Ich hatte, also das Rennen auf dem Nürburgring war auf jeden Fall actionreicher, aber da habe ich ehrlich gesagt auch überhaupt nicht geguckt, ob man da überhaupt das Setup einstellen konnte. Aber wie man sieht, auf den ersten 6 Plätzen 5 Nissans. Also ich scheine mit meiner Fahrzeugwahl hier durchaus nicht unglücklich sein zu dürfen. Außerdem natürlich nicht ganz unschuldig daran ist die Tatsache, dass The Guy auf YouTube hier mit dem gleichen Auto fährt und auch ein echt starkes Setup zur Verfügung gestellt hat. Also ohne das wäre ich mindestens eine halbe Sekunde langsamer pro Runde gewesen. 26, 23, genau, also ich bin gestern Trainingsrennen gefahren mit meinem eigenen Setup, da lag ich glaube ich bei 26, 31, also kommt ganz gut hin, 7,5 Sekunden langsamer, eine halbe pro Runde. Setup hilft, hätte ich auch echt nicht gedacht. Ja, Nissan eigentlich echt ganz cool, aber man darf natürlich jetzt das mit dem, also dadurch, dass das jetzt hier mit Setup ist, auch nicht überbewerten in der Liga, wo wir dann uns miteinander vergnügen dürfen, Xana. Ist natürlich ohne Setup. Aber was auffällt, ist auch, dass der Nissan selbst auf total ausgelutschten Reifen immer noch ganz gut performt. Ist echt nicht so schlecht. Aber Gruppe 4 ist halt nicht so geil. Fährt man hier in der World Series zum Glück nicht in der GT1-Klasse. So, dann erst einmal Prost. Was ist das für ein hässlicher Helm, Alter? Den habe ich aber nicht gebaut. Sieg! Check, fehlerfreies Rennen. Richtig cool.
Ah, ja, Prost. Frohes Neues nochmal. Also, ey, was willst du sagen? Das Ding ist, würde jetzt um 21 Uhr gleich noch eins stattfinden, würde ich ja noch eins für Mercedes fahren. Aber ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht so viel Lust, hier irgendwie 80 Minuten totzuschlagen. Deswegen nochmal kurz gucken. 493 Punkte jetzt nach zwei Rennen. Das ist gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, bei vier Rennen in der Saison werden nur die zwei Besten gewertet, oder? Wo ist Magic hier am Ende gelandet? Auf 9? Oh nein, er hat sogar Driver-Rating eingebüßt. Ja, easy, okay. Sind auch schon alle raus. Also, ich habe natürlich hier auch noch... Genau, jetzt SnowRunner. Und danach gleich in den AMG. Nein, das Ding ist, in ungefähr 20 Minuten startet das Finale der Darts-Weltmeisterschaft und da wird heute eventuell Sportgeschichte geschrieben, wenn nicht in den letzten Wochen schon Sportgeschichte geschrieben wurde. Denn ein 16-Jähriger, der Luke Littler, der zwar auf dem Papier 16 ist, aber aussieht wie 35, hat da doch einen ziemlichen Durchmarsch ins Finale hingelegt und erwartet heute einen starken Gegner in Form von Luke Humphreys. Ich glaube, die fangen um 21 Uhr an. Und das will ich mir eigentlich nicht entgehen lassen. Deswegen bin ich ganz froh, dass ich heute bei der Arbeit früher Feierabend machen konnte und hier pünktlich um 8 im Rig saß und nicht erst um 10 fahren konnte. Das ist für euch alle eine bessere Zeit, denn vermutlich müssen ja einige morgen früh raus. Und wir können jetzt hier nochmal ein paar Roulette-Tickets verballern und dann schön gemütlich in die Darts-WM starten. Wie cool, freue ich mich drauf, weil irgendwie fällt mir gerade auf, bis auf... 3 Ferrero-Küsschen und einer Scheibe Käse habe ich heute noch nichts gegessen. Oh Mann, ey. Also gute Vorsätze für 2024 sind definitiv eine gesunde Ernährung. Was habt ihr so für Vorsätze fürs neue Jahr? Also ich muss definitiv mich wieder mehr bewegen. Ich roste über den Winter wirklich so hart ein. Muskeln einfach irgendwie nicht mehr vorhanden, alles irgendwie abgebaut. Das muss ich wieder ändern. Dringend wieder mehr Sport, vielleicht auch mal ab und zu was kochen und auch mal wenigstens zwei feste Mahlzeiten am Tag zu sich nehmen. Eine Lachgasflasche für den SLS AMG Gruppe 4. Ja, wer baut nicht gerne in sein Gruppe 4 Lachgas ein? Das wäre vielleicht auch noch meine Maßnahme. Ja, aber die guten Vorsätze auch. Ich meine, das ist ja jetzt auch schon der dritte Tag im neuen Jahr und irgendwie habe ich noch nichts gemacht. Ja, auf die Idee umsteigen. Können vor Lachen. Also eigentlich hätte es ja schon da sein sollen. Und dann kam heute die besagte Mail von Fanatec, die meinte, ja, irgendwie ist unser Produkt für Sony noch gar nicht zertifiziert. Warten wir wohl noch mal ein bisschen, bis Sony sein Okay gibt, dass wir dieses Produkt, was wir als PlayStation-kompatibel verkauft haben, auch wirklich als PlayStation-kompatibel verkaufen dürfen. Also wie nett. Vor allem, wenn man da mal schön mit 1000 Euro in Vorkasse gegangen ist. Aber also ist jetzt... Also soll jetzt auch kein Fanatec-Bashing sein, ne? Ich bin echt großer Fan von den Produkten. Ich war mit dem Kundenservice eigentlich immer zufrieden. Ich war mit den Produkten sehr zufrieden. Ich fahre ja hier jetzt noch das CSL Elite. Echt alles richtig geiles Zeug. Die Lenkräder, es fühlt sich einfach alles wertig an. Das Fahren macht echt Spaß. Dann war mein spontaner Gedanke zum Finale der World Series hier in Barcelona Anfang Dezember. Ach komm. Das DD Plus gönnst du dir mal. Liefertermin 27.12. kommt dieses Jahr noch an. 2024 richtig geil, einfach durchstarten mit neuem Equipment. Das CSL hat jetzt auch schon irgendwie 2 Jahre und bestimmt reine Fahrzeit 600 oder 700 Betriebsstunden drauf. Sollte ich vielleicht nicht zu laut sagen, wenn ich das nochmal irgendwie verkaufen will. Ja, es hat echt schon einiges geleistet, funktioniert aber immer noch super. Ich fahre auch echt gerne damit, aber ja, war einfach so der nächste Schritt. Ey, das Ende des Jahres, da ist noch Geld über, das muss mal weg. Naja, und jetzt wird es dann wahrscheinlich Mitte Januar, bis das Zeug irgendwie kommt. Oder wenn überhaupt. Aber ich bin guter Dinge, es wird schon irgendwann ankommen, es wird funktionieren. Ich glaube auch nicht, dass Fanatec irgendwie insolvent geht. Man hört ja jetzt hier auch schon wieder echt die wildesten Gerüchte. Und es wird schon klar gehen. Es ist nur noch eine Frage der Zeit. Es ist eigentlich echt alles vorbereitet. Die QR2 Base Wheelside ist ja da. Ich habe gestern hier meine Aluprofile
schon mal ein bisschen, jetzt kann ich vielleicht mal einen Moment, da muss ich aber jetzt mal hier einen ganz, ganz langen Arm machen, eine Sekunde. Oh, scheiße, das ist schwer. Ah, parallel noch schön meinen Sitz verstellt. Also, ich habe ja, wenn ich das mal sagen kann, ich habe ja gestern schon mal, Alter, das ist echt schwer. Ich habe ja gestern schon mal ein bisschen gebastelt, ne? Also hier Aluprofil, schön hier mit Winkeln und Öffnungen, wo dann das CSL irgendwie rein kann. Und das Ding kommt dann quasi so rum, hier in meinen Rig. Und dann kommt das CSL, dann kommt das DD Plus da schön in den Mitte zwischen die Profile. Schon mal alles gebaut. Das war dann doch mein 2024er Sport für heute. Ja, das Elite auf jeden Fall, das... Also, wenn das alles so läuft wie geplant, und das Elite hat ja hier in meinem Rig irgendwie eine andere Befestigung, das kann ich eigentlich dann echt schnell lösen hier mit ein paar Winkeln und den Rahmen, den ich eben gezeigt habe mit dem DD Plus, also lässt sich schnell hin und her switchen. Wobei, was ich nicht bedacht habe, mein Rig werde ich niemals mit auf eine LAN-Party oder auf ein Langstreckenrennen nehmen können, weil das Haus quasi um den Rig drumherum gebaut ist. Also der wiegt, glaube ich, jetzt echt mit allem Zeug, was hier dran ist, inklusive Sitz und Hardware, weil der Fernseher das alles hier fest mit dran, der wiegt wahrscheinlich echt locker über 100 Kilo und ist einfach so riesig. Es ist der Mercedes Xtreme. 2 Meter in der Länge, 80 Zentimeter in der Breite, und so ungefähr 1,50 Meter in der Höhe mit der Bildschirmhalterung, den kriege ich hier niemals rausgeschleppt und habe auch keine Lust, den dann irgendwie groß zu demontieren. Ja, das Roulette ist einfach immer wieder krass. Wir nehmen einfach die geringstmöglichen Geldbeträge und sind damit absolut zufrieden. Das Auto hier ist ja noch relativ wertvoll, 134.000. Dann kannst du es eventuell so für 70 oder 80 verkaufen. Aber die guten Tickets kommen ja noch. Ich habe ja noch ein paar 5-Sterne- und sogar 6-Sterne-Tickets. Da wird dann richtig dick Kasse gemacht. Yay, der geringstmögliche Geldbetrag. 30.000? 10.000? 30.000, oder? 30.000? Na Mensch. Knacken wir die 9 Millionen noch? Hier, 5-Sterne-Ticket. Also da könnte man dem Spieler ruhig mal aus Entwicklersicht ein paar mehr Bröckchen hinschmeißen. 100.000! Ja, bitte! 9 Millionen geknackt! So kann es weitergehen. Ja, also mit den Rollen unterm Rig, da dachte ich auch so, ich habe das Ding hier aufgebaut. Ich habe schon gemerkt, Alter, das wird so schwer, das bewegst du keinen Millimeter mehr, ne? Und als das stand, dachte ich echt so, ja, also da Rollen im Vorfeld, das so mit einzukalkulieren und da Rollen drunter zu bauen, wäre jetzt keine dumme Entscheidung gewesen. Aber selbst das ist im Nachhinein echt schwer. Also es ist echt schon schwer, das Ding alleine irgendwie anzuwinkeln, um da eine Rolle oder so. Also es ist echt, das ist einfach massiv. 6-Sterne-Ticket-Teile. Ja, vielleicht nehme ich das auch nochmal in Angriff. Aber eigentlich, der steht auch ganz gut, so wie er hier steht. Ein Ultra-Hochdrehzahl-Turbolader für den Bugatti Chiron. Ja, Abfahrt. Also hier, Nismo GTR oder Huracan aufbauen mit Chiron-Motor und den Turbolader draufklatschen. Apropos Motor. Aber das ist natürlich nice. Mit den Rollen, wenn da der Saugroboter unter durchpasst, das ist natürlich richtig cool. Aber ich finde Staubsaugen auf allen Vieren irgendwie hier rumkriechen, finde ich auch super. Honda NSX Concept GT? Ist das der GT500 Motor wahrscheinlich? Hier ist noch ein Motor. Komm schon, irgendwas Tolles will ich. Ein Enzo-Motor, ein Chiron-Motor. Oder ein RX-7 Spirit-Motor. Voll aufgetunt, 550 PS oder so für den Mazda MX-5. Fährt richtig beschissen. Dann, also jetzt hier das letzte Ticket, ein wunderschönes Auto. Wobei, ey, von den VGTs habe ich gar nicht mal so viele. Es könnte sogar sein, dass ich dieses Auto hier noch nicht habe.
Das wäre ja mal immerhin ein kleines Erfolgserlebnis zum Schluss. Und 1 Million Credits wert. Also eigentlich gar nicht so verkehrt. Das war's? Das war's? Das war's? Ja, das war's. Wird gleich mal gucken. Hatte ich den schon? Hersteller? Italo Design oder wie hieß der? Ja, cool, den hatte ich noch nicht. Kann man machen. Tja, was bleibt denn noch am heutigen Abend? Keine Ahnung. Also eigentlich durch, oder? Easy. Jetzt eine Stunde zu warten für Mercedes? Weiß ich nicht. Vielleicht fahre ich nachher noch irgendwie, dann aber im stillen Kämmerlein. Aber ich will euch jetzt hier auch nicht irgendwie eine Stunde lang von eurem entspannten Feierabend abhalten. Was hatte ich vorhin gesagt? 494 Punkte oder so? Womit landet man denn da? Jetzt mal so. Na okay, lässt sich jetzt natürlich nicht vergleichen, weil hier in der Rangliste bisher alle nur ein Ergebnis in der Wertung hatten. Ja, aber Platz 169 ist definitiv ausbaufähig. Aktuelle Anzahl gültiger Runden 2. Also ich denke auch mal, es wird nur bei 2 gültigen Runden bis zum Saisonende bleiben, bei 4 Rennen, oder? Es werden ja meistens nur so rund 50% der Rennen gezählt. Was aber eigentlich auch ganz cool ist, weil man dann nicht den Stress hat, wirklich jedes Rennen fahren zu müssen. Tja, also dann geht's. Moment, womit geht's denn Samstag weiter? Womit geht's den Samstag weiter? Am Samstag bin ich auf jeden Fall, denke ich, wieder dabei. Ich weiß aber noch nicht, mit welchem Auto. Ob ich mit Nissan weiterfahre oder mit Mercedes. Ich muss auf beiden hier irgendwie ein paar Punkte sammeln. Im Endeffekt geht es ja nur darum, hier dann am Ende das Preisgeld abzusagen. Oh, das ist interessant. Gruppe 3 am Mount Panorama. Das ist eigentlich mal wieder ein super Rennen, wo man vorher überhaupt nicht trainieren muss. Also Mount Panorama schon einigermaßen schwierig. Nee. Also ich will das. Ich will das hier ja auch nicht unnötig verwässern. Mal wieder echt ein richtig kurzes Vergnügen. Der kürzeste Stream aller Zeiten. Vielleicht quatsche ich jetzt einfach noch irgendwie 70 Sekunden, dann ist wenigstens eine Stunde rum. Aber eigentlich alles okay. Was willst du erwarten? Also Samstag ziehe ich, glaube ich. Samstag mache ich, glaube ich, echt länger. Samstag habe ich frei und ich habe Sonntag, Montag und Dienstag auch frei. Das ist der Vorteil bei meinen sehr unregelmäßigen Arbeitszeiten. Manchmal arbeite ich viele Tage am Stück und dann habe ich aber auch wieder viele Tage am Stück frei. Und Samstag sind ja die Slots, kann ich jetzt noch nicht gucken. Ich gehe mal davon aus, dass die Slots am Samstag 15, 17 und 19 Uhr sind. Und eigentlich mag ich es immer auf jeden Fall in den ersten Slot zu starten, wenn die Leute noch nicht so eingedaddelt sind. Gleich einfach mal Kaltstart, 15 Uhr irgendwie los und dann ja, 17 Uhr und je nachdem, wie das so läuft, ich denke, ich werde auf beiden Accounts fahren, vielleicht dann auch noch um 19 Uhr. Also mal einen schönen Gran Turismo-Tag, würde ich sagen. Für heute, ich glaube, für heute reicht's. Ich knall mich jetzt irgendwie vor die Darts-WM, mach mir eine leckere Stulle zum Abendbrot und würde sagen, für alle, die das jetzt hier mitverfolgt haben, natürlich bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen. Sehr, sehr schön. Bleibt freundlich, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.